Servus und los geht's. Ja, willkommen zurück beim Restage Simulator. Ich bin schon ganz in Kassel, da drüben ist wieder was. So. You're amazing. So, was wir lauter machen hier. Das ist ja was für. Kasse Klingelhöhe, das ist wichtig. Ja, wir haben ein paar Aufgaben zu erfüllen. Bevor wir auf die Tanke auf Level 5 auffüllen können. Wir haben super Müllsäckerung und stinken. So, Lady, hallo. Sie ist aber noch hier gekauft. Zeit, dass wir uns angeboten mal alleine. Dann stehen die nächsten da, was ist hier los? Oh Gott, wo sind meine Angestellten? Charlotte. Statistik. Cash-Register 10, okay, die ist Max, die hat 2, dann machen wir erstmal die, soll erstmal passieren. Juan hat ja letztens schon den Technobus gemacht. Aufgabenliste, bediene die Kasse. So, die macht das. Ich gehe mal die Autos tanken. Ja, wir haben die dritte Zapfsäule gekauft. Also in meinem Kopfhörer, ich hoffe, das Spiel nicht. Have a nice day. So. Thanks. Wunderbar. In der Werkstatt ist auch schon wieder jemand. Und, geht. Nicht im Boden versunken. Zack, rein damit. Den nehmen wir auch mit. So, ups, der war ja mal gnadenlos versagt. Gut, was haben wir denn hier? Hallo, hübscher Hut. Schauen wir mal, was die brauchen. Wir haben ja jetzt auch Batterien und Zündkerzen. Sollen sie sein. Reifen, 2 Spiegeln habe ich gesehen. So. Linksrum zum Reindrehen. Letztes Schatz noch unten dran. Gott sei Dank haben wir das gemerkt. So, fertig. Mal den ganzen Müll einsammeln. Noch was. So, kleines. So, mal sehen, ob es jetzt besser ist. Dann müssen wir schon mal wieder tanken. Also 3 Zapfsäulen, Stress ohne Ende.
Wow, super. Gerne, gerne, gerne. Hauptsache ihre Dollars bleiben da bei mir. Wow. So. Ja, haut's den Sprit raus. Rudi hat mir letztes da stehen lassen, glaube ich. Naja, oder war das schon die vorletzte, vorige Folge? Wow, hier sieht's aus. Hier sieht's aus, das ist der Wahnsinn. Ich würde sagen, der Juan kann mal kehren. Zahlt ist, reinigen. Oh, hast du auch was zu tun. Warum soll ich alles machen? Muss mich um so viel kümmern. Aha. Oh, oh voll. Hier der Rest. Ein einziges. Ach, jetzt kommen wir auf. Oh, noch nichts mehr zu rauchen. Brillen auch nicht mehr. Geh weg, du. Wir haben ja gar nichts mehr. Bisschen Stoff haben wir noch. Der gute Fouchon. Juan, kehrst du etwa? Ich will es hoffen für dich. Ah ja, der Toilette ist ja beschäftigt. Sehr schön. 2000 Dollar sind in Kasse. Ja, ich würde sagen, da müssen wir mal noch was nachbestellen, ne? Zigaretten. Wie immer, von allem. Geht wie Sau, das Zeug. Geht wie Sau. Eiscreme, diese dumme Eiscreme. Brillen sind billig. Nehmen wir mal die hier. Die hier. Und die Vintage. Oh. Probleme an der Kasse. Scheint so, ne? Snacks, Alkohol, Zeitung, Autopflege hatten wir noch. Ein Hutregal. Okay. Nehme ich noch ein paar Snacks mit. Das Günstige mitnehmen. Dann nehmen wir auch das Günstige. 1000 Dollar. Jo, das muss mal reichen. Oh, da wartet schon wieder einer. In der Werkstatt ist auch schon wieder einer. Mein Gott. So. Kann man der Werkstatt mal überprüfen, ob da noch Ware da ist. Zündkerzen. Ja. Ja, da haben wir ja schon noch was bestellt. So, schnell, schnell. Der Lieferant kommt gleich. Was haben wir denn? Nur Öl? Ja, oh, nur Öl. Okay. Öl ist easy. Und rein mit dem guten Stoff. Perfekt. So, wo ist mein Lieferant? Hallo? Ah, da hinten. Schon noch ein bisschen weg, dann kann ich noch kurz tanken gehen. Kann ich noch meine Kundschaft bedienen hier? Naja. Der wartet ja. Er hupt halt immer rum, wie blöd, aber mei. So, das haben wir. Schön angemalt haben sie unsere Werkstatt. Wunderbar. So. Ja, ist gut, ich bin da. Ich bin da. So. Rein mit dem Stuff. Gott sei Dank brauche ich nicht mehr die Treppe hochlaufen. Im Alter muss man jegliches Treppensteigen vermeiden. Naja, habe ich viel bestellt. Wahnsinn. So. Und tschüss. Raus mit dir. Trink einen Schluck so lang. Deine Achse ist immer noch kaputt. Drehbare Hinterachse, genau. So, Juan, wird das heute noch was mit der Putzerei? Hallo, Herr Officer, bin schon da. Wie viel darf es denn sein heute? Aha, 15 Gallonen, ja, dann bitteschön.
Hallo Lady, schnittige Karre. Wow, 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 nicht schlechte. Awesome. Awesome, ja, finde ich auch. Finde ich auch, aber hallo. Wer hupt denn hier so blöd? Joan, stehst du im Weg rum? Der kommt echt nicht vorwärts hier, der Typ. So. So, platzieren wir mal ein paar Brillen. Hier auch. Okay. Zigaretten hatten wir gekauft. Da müsste alles reingehen. Jawohl. Wir haben kein Eis, ne? Naja, wir brauchen schon Eis. So, das passt auch. Okay, das hat nicht alles gepasst. Ja, wir müssen erstmal das kaufen, was es gibt. Oh, kein Alkohol. Oh, Maria ist schon fast durch, ne? Ja, dann macht Maria mal Pause. Pause machen. Joan hat noch Saft, der läuft noch. Und ich kassiere mal ein bisschen, dass es ein bisschen Trinkgeld gibt. Ganze große Zeug wieder. Ups, da, Vorsicht, Vorsicht. Oh, Brille, sehr schön. Springt wieder alles in dem Korb rum. Das Körbchen ist definitiv zu klein hier in meiner Kasse. Ja, sehr schön. So. Aus mit dem Sprit. Ist da noch einer? Nee, doch. Der Kleine versteckt sich da, mein Gott. Oh. Aber tankt am meisten von allen rein. Wunderbar. Hallo Lady. Sie können ruhig Platz nehmen. Lesen Sie ruhig die Zeitung. Kein Thema. Oh, in der Werkstatt ist auch schon wieder jemand. Hier geht's zu. Oh. Ich glaube, ich muss mal die Kasse wieder besetzen. Jawohl. Ja, ich mach mal. Wir haben ja noch Charlotte. Die ist Profi in der Kasse. So, Kasse. Bitteschön. Kommt gleich jemand. Kleinen Moment. Da kümmere ich mich um die Werkstatt. Dann klappt das wenigstens. So, hallo. Schöne Brille haben sie da auch nicht bei mir gekauft, oder? Doch, ich glaube, ne? Die haben wir im Angebot gerade. Ein Reifen, jawohl. Ja, wenn wir hier in der Werkstatt sind, kommt hier durch der kleine Werbeblock. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal mit einem Abo, Like oder Kommentar unterstützen würdet. Vielen Dank, das war's auch schon. So. Und tanken. Also drei Zapfsäulen ist ja Stress für sich alleine hier, ey. Das ist ja Wahnsinn. Sprit haben wir ja noch. 200 Gallonen. Okay. Joan, hast du schon Feierabend gemacht? Habe ich dir das erlaubt? Oh, anscheinend hat er Feierabend gemacht. Ja, wir haben schon 2000 Dollar. Wo ist hin? Weggepackt. Oh ne, da liegt's. So, dann wollen wir die mal bezahlen, unseren Juanje. Ist echt Feierabend gemacht? Ne, mach einfach Pause. Sonst wird das nichts mit dir. Du bist bezahlt. Das ist schön. Was haben wir denn noch für Dekos hier? Innenbereich lassen wir mal noch, aber Außenbereich können wir mal schauen. Was gibt es denn hier noch Schickes? Vorderseite der Tankstelle. Da haben wir hier Rauchen-Verboten-Schild. Welches Schild soll das sein? Ich weiß es nicht.
Naja, 60, das nehmen wir mal mit. Ach, hier, das kleine, okay. Open Schild. Ah, nehmen wir auch mit. Hängendes Neon. Oh, gönnen wir uns mal was, ne? Und die Wimpel nehmen wir auch noch mit. Route 66 Schild. Na, das als nächstes Mal. Wir müssen nämlich noch wieder Ware kaufen und Sprit. Nicht, dass wir dann ohne Geld dastehen. Good job. Oh, oh. VW Bulli, cool. Oder? Ach, nee, nicht ganz. So ein Ami-Dinge. Ah, hallo, Mr. Pirat. Okay. Dann würde ich sagen... No smoking for your safety. No smoking, the management. Open. Sehr schön. Neonschilder. Ich muss unbedingt wieder anmalen. Jetzt wird es, glaube ich, auch gerade wieder ruhiger mit der Kundschaft. Da wäre das die passende Gelegenheit. Aber erst hole ich noch Sprit. Sprit, Sprit, Sprit. 2,15. Ah, egal, macht voll. Sollen wir es innen malen? Hier haben wir ja schon mal angefangen. Hm. Gleiche Farbe. Ah, ne, innen lassen wir mal. Na, erstmal hier außen was. Was haben wir denn Schönes? Soll ich es wie die Werkstatt rot-blau? Oder nehmen wir... Hm. Blau-rot? Schwierig, ne? So haben wir die Werkstatt innen gemacht. Sollen wir so ein Gelb nehmen? Oh ja, mach mal, schauen wir mal, wie das aussieht. Oh, in der Werkstatt gerade davon geredet. Schon ist jemand da. Hups, keine Sauerei machen, dann geht's schneller. Tja, warum nicht? Ja, ich hab's nicht alle Sorten Eis da, weil... Das ist gerade ein bisschen teuer. Nix im Angebot. So. Einmal voll machen. Ups, falsche Taste. Wo ist denn Jones eigentlich? Ach, da hinten kommt er angefahren. Gut. Ja, ja, das Theater geht los. War ja klar. Schon geht's Theater los. Hi Jones, wie geht's heute? Keine Zeit zum Plaudern. Hallo, hallo. So, los geht's. Das darf's für ihn sein. Ein platter Reifen, kaputter Spiegel. Oh nein, da ist ja richtig was los. So, einmal Reifen. Irgendwie habe ich sogar das Gefühl, ich krieg nur die Teile bezahlt. Meine Arbeitszeit wird hier gar nicht bezahlt, habe ich so das Gefühl. Ist aber nicht so gut. Ich müsste mal die Preise erhöhen. Das wäre noch was für so ein Update oder so, dass man die Preise mal anpassen könnte, ne? Oder geht das und ich habe es nur noch nicht gefunden? Ich glaube nicht. Das sind halt Wüstenstandardpreise, ne? Weil die Karre ist ja total am Arsch. Die Karre ist ja total hinüber. Halt, halt, halt. Da. Spiegelchen. Ah, Jones blockiert immer noch den Verkehr. Oh ne, der ist doch schon weg jetzt. So, dann haben wir noch eine Zündkerze. Einmal aufmachen. Andere Seite diesmal. Na gut. Oh, und andere Zündkerze. Gut, okay. So, raus mit dem alten Ding. Ich muss mal neue Schraubenschlüssel kaufen. Die sehen ja aus. Total verranzt. Naja, kein Geld. Oh, Katze im Anmarsch. Nicht gut. Kraftstoff, Müll voll. Wieder alles auf einmal. Hier ist es 5 Uhr morgens. Schlaft ihr auch mal? In der Wüste ist die Hölle los.
Niemand. Müll voll. Ja, ich bin schon da. Ist ja gut, du. Weg ist er, der Müll. Ja, gut. Sparen wir uns, aufräumen zum Container laufen. So. Einmal kurz durchfegen. Okay. Wer hupt denn jetzt hier noch? Jones ist doch schon längst weg. So. Jetzt gar nicht so schlecht, die Farbe. So ein bisschen orange-mäßig, ne? Charlotte, du gehst erstmal in die Pause. Pause. Und dann holen wir uns... Kasse 4, Kasse 4. Dann darf Maria die Kasse machen, die bezahlt ist. Und bitte Kasse. Und du darfst mal tanken. Dann habe ich das auch mal weg. So, habt ihr was zu tun. Okay, mal drauf. So. Snacks, wir haben gar nichts mehr. Wahnsinn. Ach so, Angestellte. Ach, mein Gott. Sehr schön. Dann kann ich noch Ware bestellen. Im Workshop haben wir noch was. Ich kann nirgends die Preise anpassen. Ne? Darlehen, Punkte, Angestellte, Werkzeuge. Nee. Na gut. Wir brauchen Erfrischungsgetränke. Alles günstig. Volle Ladung. Bisschen Eis. Und Snacks. Naja, wir sind immer nicht so. Packen wir alles in den Korb rein, so. 700 passt genau rein, sehr schön. Gut. Werkstatt, okay. Getankt wird ja schon. Mensch, Juan, nicht mal tanken kannst du. Du musst den Schlauch auch wieder aus dem Tankstutzen rausnehmen, nicht davonlaufen, du Idiot. Also. Wahnsinn. Nur nicht alles selber machen, ne? Hätten sie ja auch gesagt, gell? Ja. Ihnen ist das auch scheißegal, glaube ich, ne? Kaputte Reifen, klar. So, runter mit dem alten Dreck. Gibt neue. Runterneuert. Und den Besucher vorher. So, da haben wir noch was. Da liegt ja noch der alte Müll rum. So. Sehr schön. Noch was? Nö. Oh, und Trinkgeld bekommen. Cool, danke. Die einzigste Verdienstquelle, die meine Arbeitszeit hier bezahlt, ne? Trinkgeld, super. Naja, diese Müllbeutel. So. Mal kurz fegen. Oh, ich habe die Lieferung vergessen. Upsa. Schnell, schnell. Der ungeduldige Fahrer wieder. Ja, ist ja gut. Bin ja schon da. So, rein mit dir. Supply 66 Delivery. Gute Stoff. So. Zack, zack. Rein damit. Habe ich so viel bestellt. Wahnsinn. So. Ja, habe ich gut gemacht. Ne? Du fährst eigentlich auch mit offenen Türen, oder? Naja, ich trinke mal wieder was. Dass der mal hier rauskommt. So. Weg ist er, immer schön zumachen. Nicht, dass Dennis mir wieder meine teuer gekauften Sachen klaut. Oh, Sandsturm. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, Sancho. Ich mach schon mal einen Rudi-Kanister voll. Wie immer leer. Ach, hör doch auf, du. Gut. Mal so sicherheitshalber. Falls es irgendwo ein Sandhäufchen gibt, ne? Was haben wir denn hier für eine Farbe? Das hier. Das Haus anmalen während Sandsturms, das ist bestimmt sehr effektiv, ne? So. Muss meine Regale noch auffüllen. Upsa, upsa, langsam. Und, wie sieht's aus? Ja, natürlich. So, MacRudy, dein Einsatz. Und leer? Natürlich leer. Egal wie viel Sprit man tankt, der ist immer leer. Sehr geil. Der Tank von dem hat ein Loch. So, schnell, schnell, bevor da der erste Kunde wieder feststeckt, wie schon mal. Ich glaube, die Aufnahme war dann, glaube ich, kaputt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist der Sandhaufen hier? Na, da kommt er schon, ne? Gerade rechtzeitig. Gerade rechtzeitig. Oh, schon jemand in der Werkstatt. So. Wenigstens wird das Sandloch hier, das Sand Deposit, wird nie voll. So, fahren wir da hinten rum kurz. Irgendwo was ist. Nee, das ist außerhalb, das passt. Okay. So, ich lasse Rudi mal hier stehen. Ist auch mal in der frischen Luft, ne? Nicht nur da in seinem Unterschlupf. Kraftstoff? Da ist doch Juan, oder? Hat der schon wieder Feierabend gemacht? Glaubst nicht, der Typ macht mich fertig. Muss ich jetzt echt mal gucken. Ich schraube den Reifen an, gehe ich mal schauen, ob der schon wieder weg ist. Kann doch nicht sein, oder? Der hat nichts gearbeitet. Kasse ist doch auch noch besetzt. Ja, der tankt da doch. Kriegt aber nichts auf die Reihe, ne? Mein Gott, ey. Also. Juan, so geht's nicht weiter. Hier einen Angestellten. Komm. Hier ist dein Geld. Mach Pause. Gerade beschäftigt. Mach Pause. Super. Verbuchst. Das ist ja mal prickelnd. Gut, ich mache erstmal die hier fertig. Die Lady ist ja nicht mehr viel. Er ist gerade beschäftigt, ja, das sehe ich. Mit einem Hinterteil kratzen oder was? Ey, unglaublich. Spiegel. Oh, wir müssen Teile bestellen. Ich finde es halt irgendwie auch blöd, dass man die Werkstatt nicht sagen kann, okay, die Werkstatt ist jetzt mal geschlossen, also nur die Werkstatt. Und ne, geht nicht. Endlich. Ja, tschüss, sorry, tut mir leid, aber mit dem Hampel da. So. Kriegst mal hier dein Geld.
Ich glaube, das wird auch dein letztes Geld sein, Mister, Mister. Schau mal, was da noch im Angebot ist. Regale auffüllen wollte ich noch. Ja, ich habe die passende Brille nicht, ist ja gut. Wow, Tabak ist auch schon wieder leer. Okay, das war's soweit. Softdrinks, haben wir noch was? Das von dem wieder was platzieren darf, dann haben wir jede Menge. Die sollen erstmal das kaufen. Vom Guten haben wir auch nichts mehr. Okay. Und aussehen tut's hier schon wieder. Mein Gott. Und wieder der Supermüllbeutel. Okay. Okay. So, du mach mal Pause. Einmal bezahlen. Einmal Pause. Dann hier Charlotte. Meine Gute. Bezahlt ist. Du übernimmst die Kasse. Einstellen. Wen haben wir denn? Nina. Nina macht deutlich, dass sie nach der Tankstelle... Aha. In der Nähe von der Area 51 bin ich. Deshalb will sie in der Tankstelle arbeiten. Okay. Okay, und Mayumi. Okay, was ist denn? Die hat Kasse 3. Kasse ist immer gut. Reparatur 2. Tanken 3. Na gut, das Level schon dafür ist hier teurer. Ist bei der Reinigung 1 und kostet schon mehr wie die bei Reinigung 2. So, okay. Angestellter, Juan. Tschüss. Ja, brauche ich nicht. Danke. Ich stelle mir die Nina ein. So. Und die Nina darf auch gleich Autos betanken. So, tanken. Bitteschön. Was haben wir denn noch? In der Werkstatt ist auch schon wieder jemand. Na, kein Regal aufstellen. Nina kommt gleich. Moment. Naja, ich kann ja hier noch kurz aushelfen. Have a nice day. Oh, ich sehe schon, meine Folge ist ja schon wieder über der Zeit. Wahnsinn. Was ist hier los? So, ich lasse den Mr. Muscle auf sein Auto hoch. Ja, und dann würde ich sagen, danke, dass ihr da wart. Danke fürs Zuschauen. Haut's rein.